Audio-Test, Controller-Test. Controller. Verdammt. Stopp. Controller. Krieg dich ein. Krieg dich ein. Nein, er kriegt sich nicht ein. Schaut's gut aus, der Rest, wenn dann. Rest schaut gut aus, oder? Ja. Haben wir doch besser nochmal drauf, wenn sich mein Controller nicht einbekriegt. Einbekommt. Er kriegt sich nicht ein. Er hat Probleme mit dem Einkriegen. Das ist verständlich, natürlich. Oh, viel zu stehlen hier. Sehr schön. Während die Kleriker wahrscheinlich hier den Rest mitnehmen werden. Ich muss mal vorausarbeiten. Zwei Hände. War kein Legendärer. Jetzt kann man stillen. So. Schwierigst. Zu einfach. Nein, schwierigst, habe ich gesagt. Was? Sabelwasser? Okay, ist egal. Und Roller, schaffst du es heute? Oh, verdammt, wo kommt die denn her? 42 Schaden, das ist ja gar nichts. Hätte ich mal eine Schrotflinte gefunden und dann ist sie nutzlos. Ich würde sie upgraden, dann wir mal, was wir da noch rausbekommen können aus dieser Schrotflinte. Sonnenbrille, was für ein Zufall. Ich habe mir gerade einen Sonnenbrillenmod runtergeladen. Damit ich mir die Sonnenbrille auf meinen Dingsbums raufhauen kann. Unter meiner Elixatorenmaske. Und es funktioniert schon nicht. Ah, verdammt. Natürlich. Was lade ich mir Mods runter? Das wollte ich schon sagen. Blubberbier, irgendwie wird ein Goldbrocken geschissen. Ah, Controller. Den Scherz halt nicht. Den scherzt euch nicht. Was passt mit dir nicht, Controller, heute? Okay, gehen wir nochmal schnell speichern. Und dann mit den Kollegen da reden. Obwohl ich wahrscheinlich hier auf den ihrer Seite sein werde. Richard! Was haben wir denn hier? Hat Emmett endlich eine fähige Wache gefunden? Auch wenn ich mich frage, was ein Berserker so fern von seiner Heimat verloren hat. Aber versuch keine Spielchen, oder ich schneide dich in kleine Scheiben. Doch bleiben wir sachlich. Warum unterhalten wir uns? Ich war eigentlich mit dem Besitzer dieser Absteige verabredet. Stattdessen schickt er seinen Lakaien fort. Natürlich. Natürlich ist es ein Arschloch. Ich führe die Verhandlung. Interessant, aber nachvollziehbar. Diese Bauern sind sicher damit beschäftigt, mit ihren Exkrementen die Erde zu düngen. Doch zurück zum Thema. Ich hoffe, du stehst hier, damit dieser Landstrich in Kalans Besitz übergeht. Ich mag den Typ nicht. Ich mag diesen Typen nicht. Mach mir ein Angebot, trotzdem. Dann arbeite ich vielleicht für dich. Du willst deine Kasse aufbessern? Ja. Nun, Kalans Gaben können nicht ohne Gegenleistung erfolgen. Schaff mir diesen widerspenstigen Bauern vom Hals. Dann bekommst du, wonach es dich verlangt. Und das wäre? Eine Sache noch wegen Emmett. Da! Niemand wird ihm ein Haar krümmen. Äußerst bedauerlich. Ich denke, eine weitere Diskussion mit dir erübrigt sich. Aber was kann man schon von jemandem erwarten, der im Wald lebt und sich primitiver Magie bedient? Angesichts der Umstände werde ich dich jetzt beseitigen. Ich kann nicht dulden, dass Fehler wie du frei herumlaufen. Dich hole ich mir! Okay, Selbstverteidigung. Bam! Mach jetzt wieder Schaden. Natürlich ist es ein Arschloch. Okay.
Ja, verdammt. Verdammt! Dann will ich ihnen helfen. Und Trockenfleisch. Oh, Raptor. Und dann malt er nur herum. Come back here, boy. Ich hab meinen Hund draußen. Macht mit 50 schon keinen Schaden. Warum sind Waffen so schwach? Das Spiel nie mit Waffen gespielt. Alex 1 halt Alex 2. Controller! Bastard. Alex 2 schon. Alex 1 nicht. Weil irgendwie die Waffen keinen Schaden machen und die Muni schwer zu finden ist. Der ungebetene Besuch hat sich abgemeldet. Das stellst du dir unter einer friedlichen Lösung vor? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was soll ich nur mit den Leichen machen? Wirf sie ins Wasser oder schmeiß sie in ein Loch. Ich hatte gehofft, dass es nicht so weit kommt. Hier, das bin ich dir wohl schuldig. Mehr als das steht dir nicht zu. Schließlich hast du dem Halunken das Wort abgeschnitten und einfach so attackiert. Das war nicht das, worum ich dich gebeten hatte. Aber du tatest es sicher nicht ohne Grund. Darum nimm es. Selbstverteidigung. Ganz sicher. Ich kann noch mal eine Runde hier schlafen, bevor ich weiterstehe, ich meine weiter renne. Ich bin gleich geklitscht aus. Auch gar nicht mehr speichern, es wird ja automatisch gespeichert. Meins? Meins? Alles Loot dem Checks. Okay. Das wird wohl reichen hier. Den Besen habe ich noch gesehen. Mein Controller scherzt halt anscheinend nicht. Will mich nur bestrafen. Hier rennen wir zum Damm. Bei diesem war ich noch nicht. Das schaut nach einem Worthwhile Investment aus. Verdammt, der Hund ist ja noch da. Ist ja krass. Guter Hund, war die ganze Nacht über wach. Während ich geschlafen habe neben ihm. Schaut euch dieses Damage an. Verdammt. Oh, was für ein Dodge. Time. Du auch noch. Ich bin ja super Angriff gehabt. Das ist so selten irgendwie. Irgendwie die Ausdaueranzeige oben zu kontrollieren und unten den super Angriff. Oh. Dann noch ein Auge drauf zu werfen ist ein bisschen zu viel. Der ist ein bisschen zu weit entfernt. Kein Energiespeicher. Das super Angriff hier. Cool aus. Irgendwie finde ich, dass Alex 1 ein bisschen mehr Charakter hat in der Natur und in der Grafik. Ich meine, ich habe auch eine Grafikmod drauf gerade, also die hatte ich bei Alex zum Schluss nur. Die hat auch nicht viel Unterschied gemacht. Ja, es schaut einfach ein bisschen eigener aus. Ihr eigenes Fantasy-Setting und stylmäßig. Auch die Gesichter. Die sind ja auch in Alex 2 meiner Meinung schlechter geworden. Oh! Revamped Walker wieder. Zeigt sich wieder dieser Ray. Was hier unten Ratte. Aber da man in Alex 2 Ratten schießen kann, ist natürlich viel weiter vorn. Ich hoffe, meine Rattenmontage fertigstellen zu können. Und habe keine weiteren Clips jetzt durch Alex 1 bekommen. Ich habe alles verschossen auch noch. Oh boy. Das war das gar nichts.
Habe ich in die Luft geschlagen, den Typ den Schlag in die Luft geschlagen. Schattenboxen. Oh. Ich kaufe es mir zuerst. Der Wolf, guter Wolf. Loot hier. Oh, das ist cool. Das ist hier cool gemacht. Ja, cool, Hand geschaffen. Ah, ich habe einen Diffuser rechts hinter mir im Hintergrund. Ein Bildschirm links hinter mir. Dieses Ding hier halt. Für den Sommer. Überhaupt, wo es jetzt heißer wird, wird mein PC sehr leiden. Und Ventilator oder Tischventilator, der ist einfach zu laut. Und auf der niedrigsten Stufe zu nutzlos. Schön hier. Ist das das Klerikerlager von den Typen, die ich gerade gekillt habe? Hm. Könnte sein. Zu einfach. Sogar höchstwahrscheinlich sogar. Schachterhelm. Ist das ein Alphelm? Nein, oder? Freie Rüstung. Das für ein Helm. Habe ich so noch nie gesehen. Interessant, aber ich glaube ziemlich nutzlos auch. Ich meine, besser als meine Sonnenbrille. Besser als meine Sonnenbrille. Sonnenbrille. Yep, yep. Das erste Mal, dass ich sowas sehe, das hat was Fallout-mäßiges. Auch sehr cool. Und Werkbank mitten im Wild. Wenn ich mir meine Schrotflinte anschaue. Ist doch gar nicht schlecht Loot. Warte mal, habe ich eine bessere Loot-Mod installiert? Sonnenbrillen-Mod habe ich installiert, das nicht funktioniert. Und noch irgendeine Mod. Hm, Doppelläufer. Gutes Messer und Klebeband. Warum? Warum brauche ich Messer und Klebeband? Ja, nein, das ergibt schon Sinn. Mit so einem guten Messer, das ist wie ein, das heißt nicht Bayonett. So was in die Richtung, was die, das, was man an die Waffe dran macht, das Kampfmesser, was man an die Waffe dran macht. Hey, Kleriker. Die werden mich wahrscheinlich ausnehmen wollen. Also besser mal Sachen reinhauen zuerst. Hey Ray, was geht ab, Junge? Meiner Drang. Energieriegel mit Brot, was für ein Frühstück. Ich rate mich dafür nicht durch. Die sind anscheinend doch nicht böse. Ein Kämpfer aus Edan. Das ist ja eine Überraschung. Auch wenn mir nicht gefällt, was ihr mit eurer Elex-Magie tut. Unsere Magie basiert auf Mana, nicht auf Elex. Ach, ihr macht da einen Unterschied? Solange sie Banditen töten kann, ist es mir egal. Aber wir haben gerade ganz andere Sorgen. Sag, was willst du von mir? Wieso seid ihr hier? Unsere Mission ist es, Abessa zu überwachen. Wie du vielleicht weißt, gibt es nicht sehr viele Kleriker. Wir müssen diesen Krieg durch Klugheit gewinnen. Falls die Alps in Abessa mobil machen sollten, sind wir diejenigen, die sie hinwegspülen werden. Ja, das hat gut funktioniert in Elex 2. Was meinst du mit wegspülen? Wenn es hart auf hart kommt, werden wir diesen Damm sprengen. Und das Wasser wird mit der geballten Kraft von Kalans Faust die Alps treffen und nichts von ihnen übrig lassen. Ich glaube nicht, dass der Damm existiert in Elex. Ah, der Teil der Map ist gar nicht mehr dabei, deswegen. Wieso sprengt ihr ihn nicht gleich und setzt der Bedrohung ein Ende? Nein, wir würden eine Menge unschuldige Leben nehmen. Wenn wir das tun würden, dann wären wir nicht besser als die Alps. Aber im Moment sind all diese Überlegungen wertlos, solange die Banditen noch leben. Ihr habt Probleme mit Banditen? Wie ich dir bereits erzählt habe, sind wir hier, um den Damm zu sprengen, wenn es nötig wird.
Aber da kein Mensch so eine schwere Entscheidung alleine treffen darf, gibt es zwei Zünder für die Bomben. Und da liegt das Problem. Einen der Zünder haben wir und den anderen haben diese verdammten Banditen. Den Damm sprengen? Du willst doch wohl nicht die Outlaws arbeitslos machen. Ich kann deine gute Laune nicht teilen. Die Lage ist bitter ernst. Was passiert, wenn die Banditen die Bomben zünden? Glücklicherweise haben wir uns dabei etwas gedacht. Man kann die Bomben nur zur Explosion bringen, wenn beide Zünder gleichzeitig betätigt werden. Leider wurden wir von ihnen überrascht und mussten fliehen. Den Zünder haben wir vergessen. Vergessen? Ich habe ihn auf dem Tisch liegen lassen. Aber seien wir mal ehrlich, das Ding wird nie angefasst. Da kann es schon mal passieren, dass man nicht dran denkt. Das wäre Egon auch passiert. Naja, wenigstens können sie die Bombe nicht zünden ohne den anderen Zünder. Also haben wir genug Zeit, uns zu überlegen, wie wir die Banditen jetzt wieder aus unserer Tankstelle vertrieben bekommen. Wie kommt ihr darauf, eine Chance gegen die Banditen zu haben, wenn ihr bereits einmal vor ihnen fliehen musstet? Wir waren unvorbereitet und waren nur zu dritt. Immerhin müssen wir beide Seiten des Dammes bewachen. Jetzt sind wir doppelt so viele. Wo befinden sich die Banditen? Habe ich dir das nicht gerade erzählt? Wie ich bereits gesagt habe, sie befinden sich in der Tankstelle. Wir haben, oder besser gesagt hatten, bis jetzt zwei Überwachungsposten, um ganz besser überblicken zu können. Jeweils an beiden Enden des Dammes. Was bekomme ich dafür, wenn ich euch helfe? Ein gutes Gewissen, etwas für die Sicherheit der freien Menschen getan zu haben. Aber wenn du wirklich etwas haben willst, dann kannst du von mir aus die Tankstelle und die Leichen der Banditen plündern, wenn wir mit ihnen fertig sind. Das ist alles? Ich bin sicher, die haben sich schon so einiges unter den Nagel gerissen. Bei denen brauchst du keine Angst haben, dass du leer ausgehen könntest. Ich werde dafür sorgen, dass die Banditen verschwinden. Das ist glatter Selbstmord. Aber du hast Glück. Wir wollten sowieso gerade einen Angriff starten. Wenn du möchtest, kannst du dich uns anschließen. Ich halte das für keine gute Idee. Du willst also unbedingt sterben, ja? Dann renn mal in dein Verderben. Wir werden dann mit den Banditen aufräumen, wenn sie dich erledigt haben. Ich wünsche dir trotzdem viel Erfolg. Wenn du nicht zurückkommst, wissen wir ja, was passiert ist. Entzückend. Lass mal Papa Jacks und Ray machen. Hey du. Hey du, kannst du mal aufhören? Ich kann jetzt nicht. Ja, er kann nicht aufhören. Es kommt nicht oft vor, dass man hier andere Menschen trifft. Dann erzähl mal. Aus welcher Richtung kommst du? Aus Abessa oder Ignadon? Keins von beidem. Was? Hör mal zu, Freundchen. Verarschen kann ich mich alleine. Hinter uns liegt Ignadon und vor uns Abessa. Es gibt keine anderen Wege hier. Also, ich frage dich noch einmal. Aus welcher Richtung kommst du? Abessa oder Ignadon? Aus Ignadon. Wirklich? Hast du auf deiner Wanderung hierher zufällig einen Suggestor namens Rainer getroffen, der neue Rekruten akquiriert? Wir brauchen hier dringend Verstärkung. Und er hat uns versprochen, den nächsten Anwärter zu uns zu bringen. Aber das ist gefühlt schon einen ganzen Zyklus her und er hat nichts mehr von sich hören lassen. Also, hast du Rainer gesehen? Nein. Habe ich auch nicht wirklich erwartet. Aber Fragen kostet ja bekanntlich nichts. Wolltest du etwas Bestimmtes von mir? Was macht ihr hier draußen? Wir sind die letzte Bastion gegen die Alps aus Abessa. Wir sind diejenigen, die die Reis... Allerdings haben wir gerade einige Albert und seine Jungs haben versagt. Du solltest mit ihm sprechen, wenn... Ich bin genervt genug von der momentanen Situation. Es wird nur schlimmer. Glaub mir. Es wird nur schlimmer werden. Wann wird ich wünschte, mein Bruder könnte das gerade sehen. Ihm würde dieses Riesenteil gefallen. Hier könnte man verweilen. Alles noch dran? Will den Trank da? Da ist doch ein Trank, oder? Klebeband, ich sehe es. Kann ich auch nicht nehmen. Kann nur Ray nehmen. Hier im Auto. Nein. Die Tankstelle habe ich doch schon geklärt. Das ist der Separatisten-Konverter. Ob ich die sprengen kann? Zu sprengen ist eigentlich das einzige Ziel, das ich habe.
Verdammt, hier sind viele Fässer. Ich brauche eigentlich nur die Typen hier reinlocken. Ist das denn? Hätte ich eine Handgranate angeschossen? In diesen Hütten sollten wir lieber nicht übernachten. Wir, also ich und mein kleiner Bruder, haben mal in so einem Haus gepennt. Irgendwann mitten in der Nacht gab es so ein kleines Erdbeben. Eine Stunde später waren wir wie betrunken. Seltsame Sache. Sehr schöne Story. Sehr schöne Story, Ray. Und Granate. Okay. Ja, sag ich ja, das hatten wir schon mal geklärt. Und uns dann das Teil hier oben geholt. Glaube ich, vielleicht. Kann sein. Alan allein kennt den Weg zur Rettung. Ihr hört Herbert aus dem Orbit. Das tut ein Ram. Ich habe Angst vor Radius. Mich vor Ort gelehrt. Das niedrigste 0-0 ist richtig. Also 6-2-0-0. Nein. 9-5. 9. Ja. Das war nichts. 9-7-0-0. Geht doch. Okay. Gold. Gold. Verdammt, weil das alles so schnell aktiviert wird. Wir brauchen ein gutes Messer. Steht ganz oben auf der Liste, neben Klebeband. Verdammt, sind hier viele Ölfässer. So, ich versuche jetzt den Klerikern ihren Zünder wegzunehmen. Mal schauen, ob ich den Damm sprengen kann. Hier sollte mal jemand aufräumen. Tun wir gerade. Mana-Tränke wegräumen. Hey, was bist du? Ihr seht. Das reicht schon. Wenn ich den Damm sprengen kann, bin ich happy. Dafür müssen wir halt Kleriker töten, aber der wollte ja nicht zum Bohren aufhören. Das heißt, ist egal. Darunter gehen wir dann als nächstes. Ich bin erkundungshappy, was soll ich sagen? Ja. Ich will den Sonnenfarmnet machen. Nee. Wir sind gerade bei den Darkfarmnets. Let's go! Die Banditen sind alle tot. Kalan scheint heute auf unserer Seite zu sein. Wir werden sofort eine Nachricht nach Ignadon schicken, damit sie uns Verstärkung schicken. So etwas darf nie wieder passieren. Wenn du möchtest, dann darfst du alles behalten, was du bei den Banditen finden kannst. Wir haben dafür keine Verwendung. Ich habe den Zünder gefunden. Und da hast du ihn eingesteckt? Ja, hier ist er. Danke, aber du hättest ihn auch einfach liegen lassen können. Was soll ich jetzt mit dem Ding? Keine Ahnung. Ich dachte, ich gebe ihn dir mal. Ja, das sehe ich. Ach, ist egal. Ich leg ihn später wieder zurück. Wer bist du? Mein Name ist Aegon. Ich bin Legat der Kleriker aus Ignadon. Mit den Klerikern in Abessa haben wir hier nichts zu schaffen. Sofern man diese überhaupt noch Kleriker nennen kann. Ich dachte, alle Kleriker gehören zusammen. Offiziell ist es auch so. Die Kleriker aus der Kuppelstadt sind doch schon lange keine echten Kleriker mehr. Die lassen doch inzwischen wirklich jedes Gezücht in die Stadt. Ich habe gehört, dass sie sogar Alps dort aufnehmen.
Das würde bei uns in Ignadon niemals passieren. Wenn du das sagst. Jo, wo ist der Typ hin? Wenn ich den jetzt umbringe, kriege ich einen Zünder. Oder ich jump einfach runter. Probieren wir es einfach. Aber ich glaube nicht, dass ich die Brücke sprengen kann. Oh, damn. Hier könnte man verweilen, wenn wir Zeit hätten. Ich wüsste auch nicht, wo so ein Zünder sein sollte. Hier nicht. Das ergibt keinen Sinn, weil die Mission ist schon längst vorbei. Ich glaube, ich habe ihn umsonst getötet. Upsi! Ups. Dann schauen wir mal, ob die anderen Kleriker böse auf mich sind. Das könnte natürlich auch was sein, was passiert. Oder das Spiel hat keinen Plan, was gerade passiert ist. Jungs, alles cool, passt. Na dann, Geronimo. Let's get me out of here. There's too much talking in this atmosphere. Okay, fetter Dude. Vielleicht eine Höhle hier drüben. Sonst ist die Folge gleich mal vorbei. Während ich die Gegend erkunde, wo ich vorher noch nie war. Ich mach mal Höhle aus. Ist das denn One-Shot? Okay. Na, wenn dann ein bisschen was, das stirbt. Ja, Folge vorbei. Peace out.